Hallo und herzlich willkommen zurück zu City Skylines. Ich bin Mr. Katafi, euer Let's Play des Kaninchen. Und diese Skizze einer grinsenden Katze soll heute richtig, richtig Form annehmen. Und ich würde sagen, wir nehmen eine vierspurige Straße mit dekorativen Bäumen, damit wir dort jederzeit auch zum einen Straßenbahnen hinbauen könnten. Ich glaube, dass wir durch die vielen Verzweigungen Straßenbahnen dahin bekommen oder Monorails entlang bauen können. Und ohne, dass es dann zu einem großen Bruch im Straßenbild kommt. Also, dass wir nicht plötzlich sechs- und vierspurig im Wechsel haben, sondern immer vierspurig haben. Das ist mein Plan und diesen werden wir jetzt kläglich in die Welt, in die Tat umsetzen. Ich werde ganz viel meckern und jammern darüber, dass das alles nicht so funktioniert, wie ich mir das vorstelle. Und wir beginnen mit dem Öhrchen. Das Öhrchen wird das erste unserer Opfer. Jetzt muss ich mal gucken. Jetzt geht's ja richtig um das Ganze. Das heißt, jetzt muss es auch wirklich gut aussehen. Also. Esel. Ein bisschen mehr Bogen. Ja. Mal gucken. Das ist natürlich jetzt das Problem, dass ich hier nur wenig Möglichkeit habe, einen Bogen reinzubauen. Aber eigentlich müsste ich jetzt von hier so von da einen Bogen hier hochbauen. Aber das geht natürlich nicht. Ich krieg den da nicht so dran. Das heißt, wir müssen das eher so machen. Wieso war das bereits belegt? Da geht's aber lustigerweise hin. Dann bauen wir noch da. Womit auch nicht. So, dann kommt das weg. Dann haben wir hier. Die hat ja ein bisschen gezackte Ohren. Die sind ja ein bisschen auch zerfleischter, ist die Katze ja auch. Der Wahnsinn hat ja auch vor ihr nicht Halt gemacht. So, und dann kommt hier der äußere Bereich. Meine Güte, Katafi, reden ist heute auch nicht mehr deins. Des Öhrchens hin. So, warte mal. So, das sieht ganz gut aus. So. Und bis nach da. Eben ging's noch. Wieso geht denn das jetzt nicht mehr? Erstmal frage ich mich, von welchem Gefälle du da eigentlich. Oh, von diesem Gefälle reden wir. Oh, von diesem Gefälle. Dieses Gefälle. Davon reden wir. Dann gib mir mal noch ein bisschen Erde. Wer ist ja mehr jetzt hier noch? Ah, ich zu vorsichtig hier hinten. So, warte. Mal ganz kurz mal das hier wieder abreißen. Warte, ich muss es wieder sehen können. So. Also, hier hoch. Und auch bereits belegt. Ist klar. Warte mal, wenn ich das noch ein bisschen weitermache. Nur mal so aus Spaß. Wo wäre die nächste Möglichkeit? Da. Es geht wirklich nur hier vorne, ne? Und kriege ich dann von hier. Ah, meinst du aber ein bisschen kurz jetzt geraten, oder? Ja, ein bisschen sehr kurz. Das Öhrchen hier. Wir machen erstmal so und dann gucken wir mal, ob wir hier irgendwo reinkommen. Da würden wir rein. Aber das ist, glaube ich, immer noch die gleiche Stelle, nur ein bisschen weniger Bogen. Na gut. Komme ich jetzt aber hier noch ran? Eben ging das. Wieso geht denn das bei der kleinen Straße, aber nicht bei der großen? Warte mal, das können wir anders machen. Ich meine, es funktioniert, wie wir sehen.
So. Das wäre das Öhrchen. Wobei ich diesen Bogen da irgendwie noch ein bisschen zu wenig finde. Der muss noch ein bisschen größer. Das sieht schon ein bisschen besser aus. Aber nachbauen, bessern kann man immer noch. Dann geht es von hier rüber zum anderen Öhrchen. Also. Die Stirn. So. Das ist schief. Sehr gut. Wir haben es schief hinbekommen. Ja. Das ist ebenfalls schief. Ach, Kadhafi. Du und dein Perfektion. Okay, wir machen erst das Öhrchen und dann machen wir das. Das ist vielleicht leichter mit dem schief oder nicht schief. Das bedeutet, wir müssen von hier. Muss ich mal wieder gucken auf meine Skizze, auf meine Vorlage. Von hier geht's hier hoch. Und dann ein bisschen schärfer nach hier oben. So. Das kommt alles wieder weg hier. Kusch, 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 kusch. Denn von hier muss jetzt. Ach ja, jetzt geht das wieder los. Warte mal, dann müssen wir jetzt erstmal hier einen Bogen schlagen. Noch ein bisschen schärfer. Nach da und dann hier hoch. So. Und das ist nicht, ist mir nicht möglich, da einen Bogen zu bauen. Ja. Und hier komme ich jetzt nicht dran, ne? Wie haben wir das da drüben gemacht? Sehr, sehr schmal. Viel, viel schmaler als hier. Das könnte die Lösung sein, indem ich hier einfach viel, viel schmaler rangehe. So. Schmalhans Küchenmeister. Und dann von hier dann die Straße runterführe. So. Nachdem ich jetzt schon wieder anfange, nur dann mache ich hier, dann mache ich da zu reden. Das Ganze läuft natürlich immer noch in einer Runde. Ich kann also noch nicht gucken, ob ihr die Grinsekatze gut findet oder nicht. Also die Variante. Solltet ihr sie schlecht finden, werde ich natürlich gucken, dass ich sie wieder anpasse bzw. ersetze durch die. Zum Beispiel, ich hatte erst überlegt, ob ich halt wirklich die Originale nehme. Und dann kann ich das ja trotzdem machen, wenn ihr sagt, ach nee, die ist schon doof. Wir hätten schon lieber die Originale, das wäre schon schöner. Dann schreibt das ruhig rein und dann kann man das ja immer noch ändern. Können wir ja bei den anderen, konnten wir das ja auch immer, habe ich das immer wieder erwähnt, aber es kam ja nie dazu, weil ihr nie das schlecht fandet, was ich sehr schön fand. Also das nicht, weil ich gerne Bestätigung habe, das natürlich auch, aber nein, weil es mich freut, wenn wir die gleichen, also wenn wir das gleiche gut finden, wenn es euch gefällt und mir gefällt, weil es natürlich das alles leichter macht. Ich könnte natürlich einfach das bauen, was ich toll finde und darauf scheißen, was ihr sagt. Könnte ich natürlich ohne Probleme machen. Aber das finde ich auch doof, weil es soll ja unsere Stadt werden. Und deswegen sollt ihr da ja auch entsprechend mitbestimmen. Und auch, es muss auch euch gefallen. Wenn es euch nicht gefällt, dann bringt es ja nichts. Und dieses Öhrchen ist länger als das andere. Deswegen freut es mich, dass wir da gleicher Meinung sind, einfach weil es dann leichter ist, mich zu bauen, weil ich mich nicht entscheiden muss, ob ich das baue, was ich mache, was ich gut finde, oder ob ich das baue, was ihr gut findet, sondern ich kann einfach bauen.
Und das dann auch so lassen. Das finde ich halt ganz gut. Deswegen ist es aber schon wichtig, dass ihr mir sagt, wenn ihr was doof findet oder nicht doof findet, damit ich damit arbeiten kann. So. Das wäre die Stirn. Dann kommt das mal ganz kurz weg hier. Und das hier kann auch weg. Jetzt kommen die Wangen. Weg hier. Die Grinsekatze hat natürlich ein ganz breites Gesicht, denn immerhin grinst sie ganz, ganz viel und ist damit Besitzer von sehr starken Wangenmuskeln. Offensichtlich. So. Das ist ein bisschen sehr groß, glaube ich. Wir machen es mal nicht ganz so. Ein bisschen schon noch, aber nicht ganz so. Ich hätte es gerne. Ich hätte gerne, dass ihr hier ein bisschen mehr Bogen habt. So. Dann geht es bis nach hier und hier so einen kleinen Ziegenbart. Ja. Aber das gefällt mir nicht. Das ist ein Bogen, der nicht sein sollte. Ja. Dann kann das hier auch weg. Diese Verbindung kann weg. Und wir können von hier ebenfalls den Wangenknochen bauen. Dann hier runtergehen und zum Zickenbart. Ja. Sehr schön. Oh Gott, das ist ja hässlich. So, das ist schon nicht besser. Das ist besser. Ja, das sieht gut aus. So, und damit hätten wir das. Jetzt wird natürlich wieder das Licht schlecht, deswegen müssen wir das mal so machen. Oh Gott. Jetzt. Es sieht unsymmetrisch aus. Warte mal. Die Wange ist größer auf der Seite, auf der anderen. Nein, bleib schon da. Und ich glaube, dass das alles hier ein bisschen weiter gebogen werden muss, weil ich hatte da ja den Mund nicht ganz... Oh Gott, lass es doch mal an. Den Mund nicht ganz... identisch gemacht. So, muss das, glaube ich, hier ein bisschen größer. So, das sieht doch schon mal besser aus. Dann müssen wir das hier unten noch anpassen, dass das auch wirklich schön einen Bogen macht. Sehr gut. Also, das wäre das. Jetzt kommt... Ja, dann machen wir jetzt die Augen. Ganz einfach. Augen... und die Augenbrauen. Augen weg. Das hier kommt auch weg. So, die fangen etwa hier an. Da. Da so. Ja, so auf Augen. Auf Öhrchenhöhe. Ein bisschen unter den Öhrchen. Ja.
Warte mal. Das geht auch mal weg. Augenbrauen. Und das gleiche hier drüben. Augen immer symmetrisch zu kriegen, ist immer so ein Ding. Wenn man zeichnet, hat man das gleiche Problem. Weiß man nicht, wie Zeichner das machen. Leute, die halt richtig gut zeichnen können, können das ja irgendwie erschreckend gut hinbekommen, dass das symmetrisch ist. Ich habe keine Ahnung, wie. Ich kann das nicht. Das sind immer so die Dinge, wo ich dann 100 Anläufe mache. Wo ich dann halt 100 Mal wieder ansetze und wegradiere und doch wieder neu mache und nochmal neu mache. Weil es nicht symmetrisch ist. So wie hier zum Beispiel. Es ist nicht symmetrisch. Es ist propetrisch. Propetrisch ist scheiße. Kann er nachschlagen. Synonym für propetrisch ist scheiße. Dann geht es nach da und hier hoch. Und von hier geht es nach da und hoch. Dieses Auge ist kleiner. Und der Mund stört. Geh weg, du Mund! Das ist okay. Aber hier noch so ein Bogen dran. Jetzt sieht's aus, als würde eine Brille tragen. Sieht ein bisschen aus wie der Bösewicht aus dem Michael Jackson-Film, aus dem einen. Vergessen, wie er heißt. Aber der hat ja auch immer so eine Brille auf. Einfach so eine Aufsitzbrille. Also Aufsitzbrille, alle Brillen sind Aufsitzbrillen, aber so eine Brille, die man einfach so auf den Nasenrücken draufsetzt, ohne dass es die an den Augen befestigt, an den Ohren befestigt, an den Augen befestigt. Alter, aua. Augen. Auch im echten Leben. Kann ich nie ab. Leute mit Augen gefallen mir nicht. Das ist okay. Ich lasse jetzt so. Ich habe keinen Bock da, mich ewig mit zu beschäftigen. Augen machen mich kirre. Augen machen mich nur fertig. Dann kommt hier die Nase hin. Katzennase. Also eine gerade Straße nach hier. Eine gerade Straße nach hier. Ein Bogen nach hier. Warte mal, vielleicht noch ein bisschen schärfer. Nach hier. Wieder eine gerade Straße. Und dann. Und dann müssen wir irgendwie gucken, dass wir jetzt hier den diesen Nasenanschluss an die Lippe finden. Ich hab vergessen, wie das heißt. Wusste ich mal, wie das heißt. Das ist ein speziellen Namen. Ja. Wir haben ja ein bisschen mehr Platz jetzt nach unten, weil ich das Kinn ja auch ein bisschen größer gemacht habe. Das bedeutet, wir können hier auch die Nase ein bisschen weiter nach unten ziehen. Und damit mehr Raum für
das Ganze nutzen. So, warte mal gucken. Also jetzt müssen wir hier irgendwie... Kommen wir hier rein? Kommen wir hier nochmal rein? Nee, ne? Ah doch, da kommen wir nochmal rein. Aber nur da, ne? Hm. Oh Gott, wo waren das jetzt? Hier. Oh Gott, warte mal. Ich muss das nochmal kurz wegmachen hier. Wir müssen ja auch vergessen, dass wir von hier auch erstmal raus müssen. So. Dann kann jetzt hier auch... Dann können wir das ja mit... Eigentlich müssten wir so solche Späße mit dünnen Straßen machen, nicht mit den dicken Straßen. Mit solchen hier müssten wir das machen. Vielleicht kriegen wir die hier sogar raus. Nein, kriegen wir nicht. Nein, kriegen wir hier nicht raus. Nee, die kriegen wir gar nicht raus. Auf diese Art und Weise. Da können wir nur so bauen. Okay, ich komme nicht bis nach da unten. Das ist ja unschön. Ich glaube, die Straße sollte schon richtig werden. Können wir die einfach upgraden? Das wäre ja schön, wenn ich die einfach upgraden könnte. Nein, kann ich nicht. Ich kann nur den Teil upgraden. Yay. Dass mir nichts bringt. So, da hätten wir das wieder. Jetzt machen wir hier wieder raus. So. Und dann passt das eigentlich. Dann haben wir hier die Nase. Dann können wir nämlich jetzt mit den kurzen Straßen so ein bisschen mit den kleinen Straßen so ein bisschen die Akzente setzen oder nicht wirklich krass Verbindungslinien bauen. Aber dass wir damit sozusagen ein bisschen noch die Gesichtskontur noch hervorheben, dass wir damit noch ein bisschen hier und da nochmal, zum Beispiel können wir jetzt hier nämlich damit diese Verbindung rüber, weil da können wir auch über die wie heißt das? Gesichtsbemalung gehen. Okay, scheiß drauf. Machen wir erstmal das mit Detailarbeit beschäftigen wir uns später. Wir sind schon bei 24 Minuten und ich habe noch nicht mal ansatzweise das Gesicht fertig. Jetzt kommt das Mäulchen. Wobei, es fehlt nur noch das Mäulchen und dann haben wir die groben Sachen fertig. Dann sind es ja nur noch Detailarbeit. Na, los. Diesmal wird es keine 18 Folgen brauchen wie bei Neverwinter. Ist ja auch nicht ganz so groß und umfangreich und kompliziert wie Neverwinter. Ich habe ein paar Drachen vergessen, habe ich herausgefunden. Ich habe sie schon wieder vergessen, wie sie heißen. Aber einen Drachen habe ich jetzt letztens im Stream wieder gefunden und da dachte ich mir so, puh, den hast du gar nicht mit reingebracht. Jetzt ist er bestimmt sauer, dass er nicht mit drinne ist. Ja, warte. Ja. Ja. Und ja.
Sehr schön. Und jetzt das gleiche nochmal auf dieser Seite. Ich würde so gerne ein Copy-Tool haben. Ernsthaft, einfach so ein Copy-Paste-Tool. Wo ich einfach eine Seite kopiere, ich baue eine Seite und dann würde ich die andere einfach dazu kopieren, ohne dass ich mich damit befassen müsste, ist das jetzt wirklich so metrisch? Oder ist das propetrisch? Weil wie ihr seht, ist es propetrisch. Der ganze Mond ist propetrisch. Der ist zu weit nach oben. Und ich sehe schon wieder nichts. Und das da unten ist auch falsch. Lass das doch mal an. Wieso lässt du das denn nicht an? Gibt es eine Möglichkeit, dass ich irgendwie das festtackere? Guck mal, das ist schon falsch. Ne? Ah, schon wieder. Nicht ganz so weit, so. Jetzt gehen wir hier hoch. Bis nach hier. Und dann geht es noch weiter runter. So, das sieht doch ganz gut aus. Das sieht wirklich gut aus. Ich bin schockiert. Ich bin schockiert. Komme ich hier runter? Warte, ging es doch gerade. An einer Stelle ging es doch. Nein! Ernsthaft? Es geht nicht? Kann ich da keine gerade Straße runterziehen? Puh. Okay, das heißt, wir müssen dich ein bisschen breiter machen. Kann ich jetzt hier runter? Nein, warum auch? Ach, Manu! Und jetzt? Auch nicht. Auch nicht. Doof, 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 doof. Wenn ich trickse. Ich trickse. Jawoll. Ich trickse. Das Kaninchen trickst. Ja, oh, das ist aber schief. Und der Bart ist schief. Oh mein Gott, der Bart ist schief. Oh mein Gott. Das darf ja nicht sein. Ja. Und jetzt gucken wir, dass wir hier schön die Zähnchen hinbekommen. Vielleicht können wir das eher so machen, dass ich jeden Zahn separat baue. Um so ein bisschen mehr auch das dieses chaotische der Zähne hinzubekommen. Das ist nicht einfach so einheitlich. So was alle Tablet? Wie lässt du denn? Zeig mir mal den Strom. Wie viel Strom haben wir denn noch? Tablet? Tablet, ich brauche eine Info, wie viel Strom ich noch habe. Zeig mir doch mal die
das ist ja ganz toll, dass du mir alles... Okay, ich würde sagen, das reicht noch. Wenn du es mir nicht zeigen möchtest, dann antizipiere ich, dass wir noch mehr als genug Strom haben. Ganz einfach, Tablet. So, und hier hinten nochmal. Oh, der Ort ist bereits belegt. Das ist ja nicht so schön. Oh, das ist aber auch nicht so schön. Ja, und zum Schluss. Hier hoch. Ja, und dann... Hier. 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 Und... Kommen wir hier irgendwo ran? Da. Wie sieht das aus? Das sieht auf jeden Fall mehr nach Zähnen aus, wie ich finde, weil die nicht so ineinander übergehen, sondern wirklich so aufeinander stehen. Würde ich jetzt sagen. Da müssen wir auf jeden Fall hier vorne zum Beispiel nochmal. Das hier muss auch nochmal anders. Und natürlich wieder der Horror für alle Autofahrer, aber pfff. Interessiert mich das. Ich bin kein Autofahrer. Vor allem in dieser Stadt würde ich eh mit öffentlichen Verkehrsmitteln fahren. Es wird auch für die öffentlichen Verkehrsmittel ein Grauen. So. Ja, das sieht gut aus. Und das machen wir hier drüben genauso auf der Seite. Ne, das war schon richtig. So. Dann hier nochmal der nächsten Zahn. Noch ein Zähnchen. Zähnchen. Alter, da ging's erstmal runter. Dann der Bo. Oh. Oh, das war jetzt belegt. So, Bogen. Und jetzt hier wieder. So. Ich muss nach vorne, nicht so schräg. Ein bisschen so werden. Warte mal. Nee, ich will hier mal da so. Okay, hier geht's nicht anders. Aber das ist ja so. So. Grinse, Katja. Sie grinst ganz fröhlich. Ganz glücklich, wie sie ist. Jawohl, sehr schön. Sehr, sehr schön. Die Grinsekatze ist soweit dann schon mal da. Und jetzt können wir nämlich noch ein bisschen hier die Details machen. Das können wir zum Beispiel nochmal ganz kurz machen. Und dann werden wir einfach, wenn ich die Verbindungen ziehe, mit den kleinen Straßen die Gesichtsbemalung machen. Oder die Gesichts... Ist ja keine Bemalung, aber, ne, die Tribals, die sie da auf dem Gesicht hat. Und damit auch noch die Verbindungen zwischen den Augen, dem Mund und dem äußeren Bereich schaffen. Dann, das geht, glaube ich... Ich glaube, das kriegen wir damit ganz gut hin. Ich glaube, das geht. Die Schnurrhaare lassen wir mal raus. Ich glaube, wenn ich da noch Schnurrhaare reinmache, explodiert das Ganze. Und dann können wir auch hier die Autobahn dran bauen. Wir nehmen die mal ganz kurz weg hier. Dann können wir die nämlich... was? Oh. Oh. Nicht dahin bauen, offensichtlich. Offensichtlich kriegen wir die da nicht hoch. Naja, das überlege ich mir später. Das überlege ich mir nochmal so. Hier oben dürfte das weniger Probleme geben. Genau. So, da sind wir nämlich schon dran angeschlossen. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Dann können wir nach unten einziehen und dann machen wir vielleicht hier nochmal eine Verbindung in die Wange oder so. Müssen wir eigentlich gar nicht. Sehr schön, sehr schön. In Neverwinter hat sich hier auch fleißig die... haben sich auch fleißig die Gebiete entwickelt. Sehr schön. Wie wird
Das wird ein bisschen benutzt, nicht so viel. Das wird dafür jetzt richtig viel benutzt. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Bin ich ganz sicher, ob das eine gute Idee war. Passt schon, passt schon, passt schon. Dafür haben wir jetzt fast alles hier schon... Auch fast alles hat Strom, das ist sehr schön. Na gut. Das wäre dies, die Grinsekatze ist fast fertig. Es fehlt nur noch Details und dann haben wir das nächste Stadtgebiet fertig. Vielen Dank fürs Zuschauen, ich hoffe, es hat euch gefallen. Euer Grinsekaninchen. Tschüss. Hat dir das Video gefallen und du willst mehr sehen? Werde ein Aboninchen. Bist du schon eines? So lass doch eine Pfote nach oben da. Danke.